Liebe Studierende, wir sind jetzt die Neuen, Sie und ich. Ihre Immatrikulation ist so alt wie meine Amtszeit, 17 Tage. Und das fühlt sich gut an. München macht es einem gerade wirklich leicht. Gutes Wetter, goldener Oktober, laue Luft, wenn man abends über den Königsplatz schlendert. Die Sonne scheint und die Berge sind nicht weit. Man ist neugierig, wenn man so auf den Gängen. Und in den Fluren und in den Lichthöfen trifft, in der Arztesstraße oder in der Ballettakademie oder vor der Reaktorhalle. Alles ist richtig neu und so eine adrenalingeschwängerte Aufregung ist jeden Morgen noch da, wenn der Tag beginnt. Ja, und dann beginnt der Tag. Und die Fragen kommen: In welcher zerbrechlichen Welt leben wir? Was ist hier unsere Rolle als Künstlerinnen? Als Pädagogen, als Managerin, als Produzenten, als Publizistinnen. Mit wem kann ich diese Fragen erörtern, besprechen? Wer hat welche Gedanken dazu? Wo kann ich die erfahren? Und was wird mir heute begegnen? Was sagt die Weltlage? Und wie geht es meinen Lieben zu Hause? Wo geht es hin? Veränderung. Veränderung, das sagt sich so leicht, das ist der Marker unserer Zeit, in der wir leben. Und Veränderung heißt nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch zu versuchen, Antworten zu geben, Wege zu probieren, vielleicht wieder umzukehren und es noch einmal zu versuchen. Und das ist in unserem Sektor, das ist in unserer Branche, in unserem Bereich schwer, weil sie auf jahrhundertelangen Traditionen beruht. Und unser künstlerisches Tun und dessen Exzellenz auch durch Kontinuität, erschaffen wird. Und jetzt alles neu. Ich habe vor drei Tagen eine E-Mail bekommen von einer Studierenden, die gerade hier bei uns startet, die auch eine Neue hier an diesem Haus ist. Und sie hat darin sehr eindrücklich und sehr klar formuliert, dass sie sich fragt, wie hier am Haus über musikalisches Repertoire nachgedacht wird. Was kommt auf die Bühne? Was passiert nicht auf der Bühne? Wer spielt was und warum? Und warum kommen Werke von Frauen oder People of Color so wenig oder gar nicht vor, wie sie mir schrieb? Und wer sagt eigentlich, dass das so sein muss? Sie hat recht. Sie trifft einen Punkt. Ja, wir müssen darüber nachdenken, was und wen wir spielen und was und wen wir nicht spielen. Ob die Lösung darin besteht, dass die Hochschulleitung jetzt beschließt, wir machen das jetzt, ich bin unsicher. Ich glaube, da gibt es andere Wege. Aber ganz genau treffend ist es, dass Sie sich als Studierende überlegen, was können Sie selbst tun? Denn hinter der Frage des Repertoires steckt unter anderem die versteckt, was erzählen wir warum unserem Publikum? Was wollen wir thematisieren? Warum ist etwas wichtig? Warum werden bestimmte Geschichten nicht erzählt und welche künstlerischen Perspektiven fehlen? Sie stehen am Anfang Ihrer künstlerischen Karriere oder Ihres Weges in das Kulturleben. Das alles sind Ihre Fragen. Stellen Sie sie. Gehen Sie auf die Lehrenden zu. Fragen Sie, warum ist das so und nicht anders? Und versuchen Sie Antworten zu geben. Das geht nur durch Ausprobieren. Das geht nur mit einem wachen Blick auf die Welt. Sie können mit Ihrer Kunst Menschen eine Stimme geben. Sie können mit Ihrer Kunst Räume, Orte und Bühnen schaffen, in denen Menschen das erleben, was wir alle gerade ganz dringend brauchen. Soul-Food. Nahrung für die Seele, für den Kopf, für den Geist und für das Herz. Sie haben jetzt ein paar kurze Jahre Zeit, sich mit aller Freiheit, mit allem Risiko, mit Muße und mit Konzentration und mit Hingabe genau diesem Ausloten zu widmen. Nutzen Sie diese Zeit. Und wir, die Menschen, die an dieser Hochschule hier arbeiten, ob als ihr Hauptfachlehrer oder Lehrerin, ob die Kollegin im Prüfungsamt oder der Kollege im Hausdienst in Ton und Technik, oder wir als Hochschulleitung mit dem gesamten Präsidium, wir sind dazu da, Ihnen diesen Rahmen zu geben und zu bieten. Und wir tun das in einem Haus, das für das Gegenteil dessen, was ich gerade alles erzählt habe, gebaut wurde. Dieses Haus hier, das wissen Sie, nennt man auch den sogenannten Führerbau. In jedem dieser Räume hier war ein Büro. Und in jedem einzelnen Büro saßen Menschen. Und die haben sich Unheil ausgedacht, jeden Tag. Weil sie davon überzeugt waren, dass manche Menschen besser sind als andere, mehr Wert. Sie haben Tod, Verzweiflung, Vertreibung und Vernichtung in diese Welt gebracht. Aber heute sind wir hier. Und für uns gilt der wunderbarste, der strengste und der anspruchsvollste Satz, den es in unserer freien Welt gibt Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steht in unserem Grundgesetz. Mit unserer Kunst können wir das zeigen. Wir können Botschafterinnen und Botschafter sein für Respekt, für die innigsten, beseeltesten Momente, für das Menschsein als solches. Von diesem Haus geht heute Gutes aus. Das hier ist ein Haus, in dem jeder und jede Mensch sein kann, so wie er oder sie ist. Daran lassen Sie uns denken, wenn wir jeden Tag... Dieses Gebäude betreten. Und das wird nicht jeden Tag leicht sein. Sie werden in Ihrem Studium Momente erleben, in denen Sie zweifeln, in denen es schwer ist, aufzustehen, in denen die unsicheren Nachrichten auf CNN oder Spiegel Online, Instagram, Facebook, TikTok Sie überwältigen, Sie überrennen werden. Mir geht das auch so. In den Momenten werden Sie nicht die Kraft haben, positiv und optimistisch und hoffnungsvoll nach vorne zu schauen. Und ich möchte Ihnen einen persönlichen Tipp dafür geben. Machen Sie dann Ihr Handy aus, mindestens in den Flugmodus. Für zwei bis drei Stunden. Und dann stehen Sie auf und Sie ziehen Ihre Jacke an und Sie gehen raus, sie gehen unter Menschen, Sie kommen in die Hochschule und Sie machen mit Ihren Kommilitonen und Kommilitonen gemeinsam Musik. Oder Sie besuchen eines unserer Konzerte von Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen. Sie lernen unterschiedliche künstlerische Perspektiven kennen. Auch durch das Hören und durch das Erleben kann man lernen. Und dort werden wir uns dann treffen. Da freue ich mich schon drauf. Denn ich bin einfach unglaublich gespannt, was Sie auf die Bühne bringen, was Sie der Welt zu sagen haben, was Ihre Gedanken sind. Ich wünsche Ihnen ein Studienjahr voller guter Momente und Begegnungen einen wunderbaren Start hier an unserer Hochschule, in dieser wunderbaren Stadt. Ich wünsche Ihnen Einblicke und Neues, was sie überwältigt, was sie fasziniert, was sie auf neue Wege bringt. Ich wünsche Ihnen allen, die Sie hier sind, weil Sie gut sind, dass Sie die Kraft haben werden, weiter an sich zu arbeiten, gemeinsam mit unseren Lehrenden. Ich wünsche Ihnen Momente der Freude und der Konzentration der künstlerischen Ausgelassenheit und der Kontemplation. Ich wünsche uns allen ein gemeinsames Studienjahr, das wir gut und wohlbehalten stemmen werden. Alles Gute dafür.